Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, zu unserem Videopodcast. Auch heute heißt es wieder Leserfragen, die Nachdenkseiten antworten. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das viele Deutsche und vor allen Dingen fast alle deutsche Medien anscheinend brennend interessiert, und zwar das Thema Inflation. Warum wird eigentlich immer die Horrormeldung verbreitet, dass es zur Inflation kommen würde, wenn die EZB Staatsanleihen direkt aufkauft? Ich meine, dadurch kommt doch kein neues Geld in den Wirtschaftskreislauf, es wechselt eigentlich nur der Gläubiger. Außerdem könnte die EZB nach dem Kauf doch die Schulden einfach streichen und niemand, vor allem der Steuerzahler, hätte dadurch einen Verlust. Wenn man dann den Privatbanken noch das Privileg entzieht, Geld über Kredite zu drucken, wären doch wirklich alle Probleme einfach und sozialverträglich gelöst. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob man dieses durchaus komplexe und doch emotionsgeladene Thema überhaupt in einem 10-minütigen Videopodcast sinnvoll abhandeln kann. Ohne Hintergrundinformationen kann man das wahrscheinlich nicht. Daher verweise ich hier auf einen Artikel, den ich im letzten Jahr geschrieben habe, mit dem Titel Vergesst die Inflation. Der Link ist hier unten zu sehen. Also da gehe ich ausführlicher aufs Thema ein. Auch in meinem Buch Stresstest Deutschland gehe ich relativ ausführlich auf das Thema Inflation ein. Also nicht, dass Sie denken, dass ich jetzt dieses Thema erschöpfend innerhalb des Videopodcasts beantworten kann. Okay, kommen wir zur Leserfrage. Da muss man sich natürlich zunächst einmal, bevor man auf diese Frage näher eingeht, erst einmal darüber klar werden, was Inflation überhaupt ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, diese Frage, denn in den Medien wird da sehr viel Unfug geschrieben, das muss man ganz einfach mal sagen. Wenn man sich beispielsweise mal hier den Fokus anschaut, im Spiegel und der Welt steht das auch immer wieder drin, wird ein Ansteigen der Preise bestimmter Spekulationsgüter und Objekte mit Inflation gleichgesetzt. Das ist allerdings methodisch ganz einfach falsch. Inflation bemisst die Preissteigerung des statistischen Warenkorbes. Also im statistischen Warenkorb sind die Güter, für die wir in der Regel unser Einkommen ausgeben. Da gehören Nahrungsmittel dazu, die Miete gehört dazu, Auto und Autokosten, Versicherung, all sowas gehört dazu, die Reise, der Computer. Aber was nicht dazu gehört, sind irgendwelche Spekulationsobjekte. Okay, gut. Und das Statistische Bundesamt misst die Preissteigerung dieses Warenkorbes. Und da ist vor allen Dingen in Deutschland seit der Einführung des Euros, ist die Inflation eher zu niedrig als zu hoch. Da fragen Sie sich jetzt, ja, wie kann Inflation überhaupt zu niedrig sein? Also Einzelheiten lasse ich da mal raus, aber die Ökonomen sind der Ansicht, dass eine leichte Inflation von, zurzeit ist die Zielmarke 2% pro Jahr, als ideal Wert genommen wird und dass das Ziel der Notenbankpolitik sei, diese 2% zu erreichen. Über die Bemessung dieser 2%, da könnte man sich trefflich streiten, also keynesianische Ökonomen sind der Meinung, dass diese 2% eigentlich zu gering sind. Gut, sei es drum, darum geht es jetzt hier bei diesem Thema nicht. Also, was ist Inflation und wie kommt es zu Inflation? Also, es gibt da natürlich diese Formeln, die Sie vielleicht kennen, dass die Zinspolitik der EZB die Geldmenge kontrolliert und die Geldmenge dann monokausal für die Preissteigerung, also für Inflation zuständig sei. Ja, diese theoretischen Gebilde aus den Wolkenkuckucksheimen und aus den Elfenbeintürmen der Ökonomen lassen wir hier mal raus. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Versetzen Sie sich doch einfach mal in die Rolle eines Eiskaffeebesitzers. So, wenn der Eiskaffeebesitzer nun sieht, dass seine Plätze während der ganzen Saison sehr, sehr gut ausgefüllt sind und die Leute wohl auch mal 10 Cent mehr für den Cappuccino oder für die Eiskugel bezahlen würden, und der daraufhin diesen Preis erhöht, dann ist das eine Steigerung des statistischen Warenkorbes und trägt zur Inflation mit bei. Also generell, es gibt zwei verschiedene Formen von Inflation, die Außeninflation und die Inneninflation. Die Außeninflation, die lassen wir mal raus hier, denn also die entsteht, wenn die eigene Währung gegenüber einem anderen Währungsraum, aus dem man viele Güter importiert, an Wert verliert. Das ist in der Eurozone ohnehin nicht gegeben und spielt auch für die ganze EZB-Betrachtung eigentlich gar keine Rolle. Die Inneninflation ist da wesentlich interessanter. So, wann erhöht der Eiskaffeebesitzer seine Preise?
zwei Möglichkeiten, die beide auch Hand in Hand gehen. Also wenn er merkt, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben und auch mehr Geld bezahlen würden für seine Güter und für sein Cappuccino und sein Eis, dann wird er mit dem Gedanken spielen, zumindest die Preise zu erhöhen. Andererseits, wenn seine Kosten steigen, wird er auch dazu gezwungen sein, die Preise zu erhöhen, sofern er das denn kann. Kostensteigerung kann beispielsweise durch Lohnkostensteigerung bedeuten. Also sprich, wenn die Löhne steigen, kann er aufgrund seiner gestiegenen Kosten begründen, dass er die Preise erhöht. Andererseits führt natürlich gesamtwirtschaftlich gesehen, das ist ja wichtig, das hat mit Betriebswirtschaft jetzt nichts zu tun, gesamtwirtschaftlich gesehen erhöht sich auch die Nachfrage und vor allen Dingen die Kaufkraft erhöht sich, wenn die Löhne steigern. Also wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, bezahlen sie auch gerne mal 10 Cent mehr jetzt für den Cappuccino. So. Also in dem Falle, gerade die Lohnsteigerungen sind eigentlich der maßgebliche Faktor für Inflation. Gesamtwirtschaftlich gesehen hat da auch die Arbeitslosenzahl, spielt da eine sehr große Rolle. Je mehr Leute in Lohn und Brot sind und vernünftige Löhne bekommen, also jetzt hier keine Minijobs haben oder Hartz-IV-Aufstocker sind, desto mehr geballte Kaufkraft ist in der Volkswirtschaft, die Binnennachfrage halt, und desto eher können Preissteigerungen realisiert werden. Und wie Sie jetzt sehen, also Inflation ist ja noch nicht per se was Schlechtes. Das ist in unseren Köpfen spukt da immer noch das Gespenst der Hyperinflation der frühen 20er Jahre. Davon sollten wir uns mal verabschieden. Also prinzipiell ist Inflation ist erstmal nichts Schlechtes, sofern sie in einem bestimmten Rahmen sich abspielt, da sie durch Lohnsteigerung meistens ausgelöst wird und durch Vollbeschäftigung. Und das sind ja nun Sachen, die in einer Volkswirtschaft Zielgrößen sind, die durchaus zu begrüßen sind. So, nun machen wir einen Schlenker zur EZB-Politik. Inwieweit soll überhaupt ein aktives Aufkaufen von Staatsanleihen durch die EZB zu einer Inflation führen? Da machen wir jetzt mal den Bogen zu unserem Eiskaffee-Besitzer. Warum sollte der Eiskaffee-Besitzer seine Preise erhöhen? Nur weil jetzt nicht die Deutsche Bank, sondern die Deutsche Bundesbank Staatsanleihen kauft. Das leuchtet Ihnen nicht ein, das leuchtet mir auch nicht ein. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Der Zusammenhang bestünde, im Konjunktiv, bestünde, wenn die Deutsche Bank mit ihren Kundengeldern diese Staatsanleihen kaufen würde. Dadurch würde Geld gebunden. Das ist vollkommen klar. Also jetzt die Kunden der Deutschen Bank würden Staatsanleihen kaufen und könnten das Geld nicht für andere Güter und Dienstleistungen ausgeben. Klar, die Nachfrage geht zurück. Allerdings ist das ja nicht mehr der Fall. Das war früher mal so zu Kaisers Zeiten. Heute kaufen die Banken und Versicherungen die Staatsanleihen hauptsächlich im Eigenhandel. So, und wie geschieht das? Also wenn die Deutsche Bank sich eine deutsche Staatsanleihe in ihr Portfolio reinnehmen will, dann leiht sie sich dieses Geld zu nahezu 100% von der EZB. Also das Geld für die deutsche Staatsanleihe stammt ohnehin von der EZB. Ob das jetzt die Deutsche Bank oder ob das die EZB bzw. die Deutsche Bundesbank kauft, macht da von der Geldmengenstatistik, macht da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Und insofern leuchtet es auch überhaupt nicht ein, nein, es ist geradezu paradox, zu behaupten, dass es zu einer Inflation führen würde, wenn die EZB nun Staatsanleihen kauft. Ein anderer Fall ist es, wenn die EZB, wie sie es ja auch momentan macht, zum Glück, Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kauft. Also das heißt vereinfacht gesagt, wenn sie den Banken die bereits erworbenen Staatsanleihen abkauft. So, wenn nun allerdings die Bank diese Staatsanleihe auf Kredit gekauft hat, naja, was wird sie machen, wenn sie diese Staatsanleihe verkauft hat? Vollkommen klar, sie muss den Kredit wieder tilgen. Das heißt, das Geld, was sie selbst geschöpft hat, wird auch wieder vernichtet. So, das Geld wird vernichtet und gleichzeitig wird es von der EZB dafür, dass sie der Bank diese Staatsanleihe abkauft, neu geschöpft. Das ist also auch geldmengenneutral in dieser Sicht. Ein Unterschied ist natürlich jetzt, wenn jetzt ein Privatmann mit seinem, also nicht auf Kredit, sondern aus seinen eigenen Ersparnissen diese Staatsanleihe gekauft hat und an die EZB verkauft. Dann wird in der Tat die Geldmenge wird dadurch erhöht.
Ob das Ganze allerdings zu einer Inflation führt, vor allen Dingen mitten in einer Rezession, das ist höchst strittig und also da sollte man auch ganz beruhigt sein. Also diese Gefahr sehe ich nicht. Die Gefahr sehen auch die meisten seriösen Ökonomen nicht. Anders die Medien. Die Medien verfallen da geradezu in Panik vor einer möglichen Inflation. Ich blende Ihnen hier mal, nein, hier, mal die ein paar ausgewählte Cover vom Spiegel und von Focus Money ein. Also da ist der Weltuntergang, ist da ja bereits im vollen Gang. Und ja, bloß dummerweise in Anführungszeichen, dummerweise für die Macher vom Spiegel und vom Focus, merkt man davon nichts. Naja, gut. Welche ökonomische Ausbildung diese Journalisten haben. Aber da kann man sich Fragen stellen, ob vor allen Dingen beim Fokus, ob diese Journalisten nicht nebenbei noch andere Geschäfte haben und selber spekulieren, beispielsweise in Goldderivaten. Sehen wir mal hier, was der Fokus seinen Lesern empfiehlt, was sie investieren sollen, um der Inflation zu entgehen. Jetzt lassen wir mal hingestellt sein, das sind ja böse Unterstellungen, die ich hier mache, aber ganz von der Hand zu weisen ist es zumindest nicht. Ja, gut, also ich hoffe, ich konnte diese Frage halbwegs befriedigend beantworten. Also es ist klar, das Thema Inflation ist komplex und es lohnt sich sicherlich, auch auf Basis des Artikels, den ich dazu geschrieben habe, vielleicht sich mal ein bisschen näher mit dem Thema zu beschäftigen. Okay, gut. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Leserfragen, die Nachdenkseiten antworten. Auf Wiedersehen.